Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer und Zuschauende und alles, was es sonst noch so gibt und auch alle Nicht-Zuschauenden, euch möchte ich nicht vergessen. Ich habe mir überlegt, ich mache mal für meinen Kanal eine etwas andere Sache und zwar würde ich gerne ein wenig das Wohlfühlprogramm meines Kanals ein wenig in den Vordergrund rücken und für überhaupt erstmal ein Wohlfühlprogramm auf meinem Kanal aufbauen, das alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen gesitteter, freundlicher, höflicher, netter. Habe ich euch übrigens schon gesagt, ihr seid die wundervollsten Zuschauer, die ich je hatte. Und alle anderen Zuschauer, denen möchte ich aber sagen, ihr wart auch sehr wundervoll. Jedenfalls, ich möchte, dass mein Kanal sehr, sehr nett wird und vor allem, dass man auch so ein bisschen was für sich selbst, für sein eigenes Wohlbefinden tut. Unter anderem eben auch mal, weiß ich nicht, ein bisschen den Horizont erweitern und ja, einfach mal ein bisschen was dazulernen gegebenenfalls. Und wie kann man das anders könnte man das noch anders machen als mit Kreuzworträtseln? Sicherlich mit vielen, vielen anderen Sachen ein bisschen mehr lesen. Aber ich finde, Kreuzworträtsel sind auch was Schönes. Und dementsprechend werde ich jetzt ab sofort so ziemlich täglich, hoffentlich, Kreuzworträtsel mit euch lösen, für euch lösen. Gegebenenfalls, also einfach schauen wir mal, wie es wird und freuen wir uns drüber. Ja. Jedenfalls fangen wir doch gleich mal mit unserem ersten Kreuzworträtsel an, welches natürlich das allererste Kreuzworträtsel ist und nicht etwa schon, was weiß ich, effektiv Tag 9, weil ich irgendwo die Aufnahme vom ersten Tag versemmelt habe. Wer weiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall fangen wir einfach mal an. So, das könnte eine Saugströmung sein, das weiß ich leider noch nicht. So, schauen wir mal. Ein alkoholisches Getränk könnte Bier oder Wein sein, wissen wir noch nicht. Spanische Rotweinbowle, die kenne ich tatsächlich zu gut. Ich bin ja überhaupt gar kein Alkoholtrinker, aber wir wissen schon mal, dass das hier kein Wein ist. Altötting AOE vielleicht. Saugströmung könnte ein Sog sein. Ist es auch? Ja, dann würde ich sagen AOE eindeutig, welches in der MMO-Sprache auch gerne als Area of Effect, also Flächenschaden bezeichnet wird. Oder Flächeneffekt. Mundart ist ein Ialekt. Nein, nein. Anrede. Herr, Frau, Doktor. Wahrscheinlich könnte hier Doktor oder sowas. Wissen wir noch nicht. Insel im Mittelmeer. Könnte eventuell Korsika sein, vielleicht? Also auf jeden Fall, die Zitrusfrüchte sind Orangen. So, Kerzenmaterial. Könnte Wachs sein, steht aber da nicht so. Also lassen wir das erstmal. Ein chinesisches Wohnboot. Interessant, da bin ich noch gespannt. Die englische Biersorte, nicht die chinesische, ist das Ale. Ich versuche hier tatsächlich auch mal ein bisschen so überall durch zu, also mich durch zu wursteln, an allen Stellen mal was zu finden, weil es später schwierig wird, wenn einem nur noch ein paar Sachen offen bleiben und man dann wiederum sich fragt, ach Mensch, also wenn an einer Stelle vieles offen bleibt, ist blöd. Ölfrucht ist wahrscheinlich nicht die Olive. Wahlübung, das weiß ich auch noch nicht. Fluss in Bayern hatte ich letztens was. Italienische Kneipe, Ristorante, nee. Ein Höckertier ist endlich mal was ich weiß. Ein Kamel. Ein altmexikanischer Volksstamm. Ja. Einfältig könnte naiv sein, ist es aber gar nicht. Okay. Piepen. Piep.
akademische Vorlesung. Eine akademische Vorlesung. Ja, erstmal machen wir den Goldklumpen. Das ist einfach. Das ist ein Nugget. Eine akademische Vorlesung könnte ein Kolleg sein. Ja, ja. Gutes altes Wort. Schönes altes Wort. Muss man nicht unbedingt kennen, tatsächlich. Kaufmännisch heute. Dato. Das Wohnboot sagt mir immer noch nicht. Tropenbaum ist dann die Palme. Das Ackermaß ist das AR, genau. Ansonsten hätte mir noch die Kurzform Hektar, von Hektar einfallen können. Leergewicht ist Tara. Ja, Tara, Trara. Bewegung zu Musik ist natürlich der Tanz. Hier oben hatten wir noch gar nichts. Ein Sumpfwaldgebiet. Sumpf würde immer noch passen. Hast, ja, Hast ist, ich weiß, wo man ganz schnell irgendwas machen muss. Bodensenke erstmal Tal. Ein Längenmaß. Also erstmal würde ich sagen, ich probiere es mal hier mit Korsika. Und das ist auch richtig. So, das Beizmittel. Versuchen wir es mal mit Doktor, ist es nicht. HR oder, nee. Ach so, damit ist einfach nur du gemeint. Ah. Ja, ja, ja. Eine Mundart ist, glaube ich, damit ist ein Idiom gemeint. Kann auch eine Phrase oder ein Wort, ja, hier, also was Phrase halt bedeutet, könnte es auch sein. Einfältig. Wollen die etwa... Ah. Damit sind die Azteken gemeint. Dann ist das nicht dumm, sondern tump. Genau. Piepen. Weiß ich noch nicht tatsächlich. Eine Ölfrucht. Soll da die Nuss gemeint sein? Ja, ist es sogar. Ein Piepen kann man auch bezeichnen. Also ich glaube, dass das... Ah ja, das ist ja groß geschrieben. Oh Gott. Ein Piepen ist auch ein... Oder eine... Nein, noch keine Ahnung. Früher... Ayers Rock. Nee. Wäre ja witzig, wenn das hier... Zaunlatte... Das weiß ich noch nicht so recht. Der Zarenerlass. Der Zarenerlass. Was könnte ein Zarenerlass sein noch? Ein orientalischer Bazar. Ah, oh, das sind aber... sind heute aber mal wieder richtig fiese... Richtig fiese Worte sind da heute dabei. Richtig, richtig fiese Worte. Eine Sämerei. Hat das was mit Samen zu tun? Dann wäre das bestimmt mir immer noch nicht ganz bekannt. Also ich muss schon sagen, heute die Worte, die sind wirklich, wirklich sehr nett gemacht. Eine Wahlübung könnte ein Kurs sein? Nee. Aber das U soll stimmen. Uluru ist anscheinend früher Eier, also Ayers Rock in früher. Ems vielleicht? Nee.
das ist ja interessant, das E. Ach, die Wahlübung ist die Kühe gewesen. Ah. Okay, heißt es ist auch nicht Enz, Enz, okay, aha. Ein Piepen. Also die italienische Kneipe ist dann wohl die Taverne. Oh. Das ist ja richtig fies. Von wegen, es waren die Piepen gemeint. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also da hat sich der Macher dieses Kreuzworträtsels wirklich. Ah! Stakete, okay. Steakin? Nein. Steakin? Glaube ich nicht, dass es. Aber. Okay. Sagt mir als Kerzenmaterial tatsächlich nichts, aber ich bin ja froh, dass ich zumindest anhand dessen, was ich eintrage. Solche Sachen glücklicherweise ja erraten kann. Wow. Einfach wow. Jetzt wird es trotzdem schwierig, denn genau das. Auch das Wort Ukas, Zarenerlass Ukas, nie gehört. Sumpfiges Waldgebiet, ist das eine Pampa? Nee. Aber das A stimmt schon mal. Das stimmt schon mal. Chinesisches Wohnboot ist es immer noch. Keine Ahnung, tatsächlich. Ich muss jetzt ehrlich sagen, also Tampan, Zampan, Nampan, Mampan, Gampan, Hampan, Fampan, ja, und auch der orientalische Basar wird mir leider nicht bekannt sein. Es ist wirklich interessant, also dass ich mir für meinen ersten Tag so ein schweres Kreuzworträtsel rausgesucht habe, wobei die auf dieser Seite hier Ü50, nein, 50 plus heißen die. Suk. Ein Suk ist ein orientalischer Basar. Okay, klar. Längenmaß könnte der Meter sein, da hätte ich ja wenigstens mal da was. Ah, Sämerei, damit ist Saatgut gemeint. Ich dachte, die meinten jetzt einen Ort, wo man Saatgut herstellt. Die hast es die Eile, ja. Und das waldige sumpfige Waldgebiet ist dann wohl die Taiga. Okay. Und die nordische Gottheit ist nicht eine ganz bestimmte, sondern ist bezeichnet als Ase. Und dann so langsam. Ach, verdammt, italienische Milch hätte ich eigentlich wissen müssen. Ich bin zwar kein Latte Macchiato oder Kaffee Latte Typ, aber ja, trotzdem wären so viele Wörter dabei gewesen, die ich nicht gewusst hätte. Also Ase wäre mir vielleicht noch irgendwann in den Sinn gekommen, aber ich komme nicht sofort drauf, wenn nordische Gottheit. Also da denke ich eher an Thor, Odin und wie sie nicht alle noch hießen. Loki, Gott des Schabernacks, naja, wie auch immer. Aber wow, also krass, was wir hier für ein Kreuzworträtsel hatten. So, und damit ist es noch gar nicht vorbei, denn diese Seite hat sogar noch ein weiteres Rätsel jeden Tag. So, gucken wir mal. Ja, ist wieder richtig. So, und das können wir auch noch schaffen. Hier geht es darum, ein Lösungswort herauszubekommen. Bei dem anderen war das nicht der Fall. Ja, jedenfalls machen wir das auch noch mal. Gucken wir mal, ob es eventuell ein
wenig schneller geht. Skelett könnte man auch bezeichnen als Knochen, ist es aber gar nicht. Na gut. Kein einziger. Huch. Niemand, natürlich. Als Anlage habe ich noch nicht. Honey und Nanny. Ernährungsform. Ernährungsform. Also ich würde jetzt irgendwas mit Diät, aber klappt nicht ganz. Start ist der Anfang. Vielleicht sollte ich die exotische Frucht schon mal... Was gibt es denn für exotische Früchte? Dorians, Ananas, das ist alles ein bisschen zu lang dafür. Insel der Balearen. Strecke ist Weg. Okay, also hat unsere exotische Frucht sogar ein W. Das ist die Kiwi. Natürlich. Massebegriff. Wiegen, aber ich weiß nicht, ob das so... Das funktioniert sowieso nicht, denn Englisch hoch ist high. Trinkgefäß wird wohl der Becher sein. Ja, ja. Also irgendwas mit Wichte? Wicht? Umgangssprachlich nichts, ist relativ einfach. Bewohner eines... Eines US-Staates mit X. Das wird dann wohl der Texaner sein. Erbfaktor ist das Gen. Ich springe hier tatsächlich gerade so ein bisschen hin und her. Ein hochbegabter Mensch ist ein... Ich muss es ja wissen. Nein, Quatsch. X ist übrigens auch ein Teil des Lösungswortes. Aha. Externe könnte vielleicht das Lösungswort sein, kann ich aber noch nicht genau sagen. Oder irgendwas mit extern, weiß man noch nicht. Als Anlage. Noch nicht. Augenflüssigkeit. Träne. Nervlich. Okay, Nervlich. Erstmal, der Frauenname könnte jetzt wieder alles Mögliche sein. Ida, Ina, Ine, Ino. Aber es ist gar nicht, denn... nee, Moment. Moment, doch, es könnte Ine sein, immer noch. Ausstrahlung. Deutscher Gebirgsname. Alp? Nee. Das würde ich noch nicht. Den Geist betreffend. Seelischer Schock. Oh Gott, was haben wir denn hier alles so für Worte aus der Psychologie? Mann. Huch, Mental? Oh. Bin da gerade ein wenig verrutscht, glaube ich, mit dem Bild. Ja. Ich bringe das mal in Ordnung. Zu weit unten. Ja, jetzt ist besser. Alles gut. Mental. Ja, dann wird das vielleicht sogar die Alp sein. Ha! Ach, und die Ausstrahlung ist die Aura. Der Frauenname ist Ute. Nervlich ist Neural. Huch. Diät passte doch. Das ist ja ein Ä, das wird ja als AE geschrieben. Natürlich. Metallbolzen, Need. An. Als Anlage. Ach so, anbei. Ich dachte jetzt gerade an Geldanlagen, ich Depp. Ach man. Vergleichsweise eher. TV-Alien ist Alf. Ja, wird doch. Unternehmen. Unternehmen. Nein, noch nicht.
Ein Unternehmen ist eine, also entweder was man unternimmt oder auch vielleicht wieder sowas im Bereich, was ist denn ein Wirtschaftsunternehmen? Aber ich glaube, es ist eher die, ich weiß es noch nicht tatsächlich, ich werde es auch noch nicht. Da muss ich tatsächlich jetzt überlegen, Gary Halliwell sagt mir sogar vom Namen her was, aber ich weiß nicht, wie sie geschrieben wird. Entweder mit A oder mit I. Mit E. Ich versuch's mal mit E. Und es ist mit E. Wow. Wow. Skelett sind die Gebeine. Eigentlich. Aber irgendwas mit E am Ende ist es schon mal. Das nehme ich trotzdem mal weg. Ach, der Fußrücken. Ich habe keine Ahnung, wie man den jetzt so bezeichnet. Und ich glaube auch mit dem letzten Buchstaben, den ich hier kriege, wüsste ich das nicht so unbedingt. Ah, Ibiza haben wir noch als Insel. Da oben. Die Zirkusbühne ist natürlich die Manege. Und jetzt... Meinen die wirklich Wichte? Nein. Ach, die Dichte. Die Sichte. Nein. Eiweißstoff Amino vielleicht? Ich denke immer an Aminosäuren bei Eiweißen, bei Proteinen. Ein älteres Gebäude, ja, steckt fast schon mit drin. Könnte der Altbau sein. Erster Sohn von Adam, Kain und Abel. Lau ist das, also fällt Abel ja sowieso weg und hätte man sich eigentlich denken können, weil es heißt Kain und Abel und nicht Abel und Kain. Kalte Steppe. Präzise ist erstmal exakt. Ja, ich versuche noch den richtigen Buchstaben zu treffen. Und hier haben wir zur Tundra auch noch die, zur Taiga auch noch die Tundra. Der Eiweißstoff ist Aktin? Hätte ich nicht gewusst, habe ich jetzt geraten, aber gleich wenigstens richtig. Aktinell, aktiniert, Ja. Sind denn die Gebeine dann wirklich? Also das Skelett. Erstmal Unternehmen. Was meinen die mit Unternehmen? Das Problem ist, ich glaube, ich muss jetzt wirklich langsam mal... Also geben wir das mal hier rein. Ich muss jetzt wirklich Buchstaben raten, wenn ich weiterkommen will. Ah, Moment. Ich kann das noch eingeben. Ah, und jetzt komme ich auch langsam drauf. Warum konnte ich das P da eingeben? Weil das Lösungswort, welches hier weiter unten ist, ja, das wäre Experte geworden. Und dementsprechend, jetzt weiß ich auch, ja, die meinen die Firma. Ah, bitte. Und hier habe ich wieder keine Ahnung. Fußrücken spannen? Okay. Ging ja doch besser, als ich gedacht habe. Jedenfalls ist es schön gewesen, diese Rätsel zu lösen. Das erste war wirklich anstrengend. Vergleichsweise. Schauen wir mal, wie wir uns zeitlich gemacht haben. Oh, Aufnahmezeit so ein bisschen über 20 Minuten. Tatsächlich habe ich mich für dieses Format ein wenig inspirieren lassen. Und zwar von Videos, die es bei Pizmeet gibt, wo die auch manchmal Kreuzworträtsel lösen. Und ich mir manchmal so beim Zusehen denke, ach, das hätte man doch wissen können. Und so weiter und so fort. Oh, mir fällt gerade auf, der Bundesnachrichtendienst ist hier auch drin aufgetaucht. Ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich die anderen Sachen irgendwie schon alle eingetragen hatte. Ja, jedenfalls, ja. Und dann habe ich mal geschaut,
wie lange brauchen die denn eigentlich? Oder wollte ich mal sehen, wie lange brauche ich denn eigentlich für so ein Kreuzworträtsel und habe ich da genügend Grund zu meckern? Oder hättet ihr jetzt Gründe zu meckern? Das hätte man noch sehen müssen und sowas alles. Ich hoffe natürlich nicht, dass ihr meckert. Das soll ja ein Wohlfühlprogramm werden. Aber, naja, zumindest versuche ich immer ungefähr im Rahmen zu bleiben, im zeitlichen. Und wir sehen uns dann sozusagen beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und wenn ihr was nicht gewusst habt, lernt einfach daraus. Das ist auch völlig okay. Man muss nicht alles wissen. Man muss kein sein. Aber manchmal hilft es schon ein wenig, so den Willen zu zeigen, sein Wissen auf eine höhere Ebene zu bringen. Und genau das möchte ich hier auch. Ich möchte nicht alles sofort wissen, sondern ich möchte auch dazulernen. Ich möchte zum Beispiel dazulernen, dass dass Aktin ein Eiweißstoff ist. Das hätte ich sonst vorher nicht gewusst, tatsächlich. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen oder eben nicht. Wenn ihr meint, euer geistiges Wohlbefinden ist ohne diese Videos besser dran, dann sehe ich das auch ein, dann bin ich da auch sehr tolerant dafür und danke trotzdem fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen oder eben nicht.